Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 21. Das ist der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Fraktion der SPD, hessische Digitalwirtschaft weiter stärken und zukunftssicher ausbauen, Drucksache 21-248. Das ist zugleich der Setzpunkt der Fraktion der CDU. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als erstes darf ich Herrn Pohlmann von der CDU-Fraktion um seine Rede bitten. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen auf der Besuchertribüne von der Digitalwirtschaft, herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hessen ist eine Boomregion der Digitalwirtschaft. Und ich möchte Ihnen zu Beginn kurz die Bedeutung der Digitalwirtschaft für Hessen kurz anhand ein paar Zahlen erläutern. 130.000 Menschen in Hessen arbeiten in der Digitalwirtschaft. Und um das Ganze mal in einen Vergleich zu setzen, das sind mehr Menschen, als in der Fahrzeug- und Maschinenbau zusammen beschäftigt sind. Dort sind es 106.000 Menschen in Hessen. Und aktuell haben wir in Hessen 11.000 Unternehmen, die der Digitalwirtschaft zuzuordnen sind. Und wenn wir mal einen Blick auf die Unternehmensneugründungen werfen, dann sehen wir, dass 40% aller Neugründungen in Hessen auf diesen Bereich der Digitalwirtschaft entfallen. Und im Vergleich zum Bund, dort sind es 31,8%, sind wir da schon deutlich besser. Und der Gesamtumsatz mit 40 Milliarden Euro in dieser Branche gehört auch in Deutschland zu den Top der Bundesländer. Da haben wir einen Spitzenplatz. Und diese Fakten zeigen schon mal, Hessen hat eine Vorreiterrolle bei der Digitalwirtschaft. Und das ist das Ergebnis von einer guten Standortpolitik und Ergebnis von guten und verlässlichen Rahmenbedingungen, die wir hier in Hessen für diese Branche setzen. Aber wir möchten diese Branche auch in Zukunft weiter stärken und zukunftssicher ausbauen. Und eine Grundvoraussetzung dafür ist natürlich auch die digitale Infrastruktur. 99% aller Krankenhäuser, 96% aller Schulen in Hessen sind mittlerweile am Glasfasernetz angeschlossen. Der Glasfaserausbau geht mit großem Schritt voraus, hängt aber zusammen. Das ist ja eine Kausalität, wo wir es dann entsprechend auch für brauchen. Die Anzahl der versorgten Gebäude mit Glasfaser ist in Hessen um 30% seit 2022 gestiegen. Und damit haben wir auch hier mit dem Glasfaserpakt erfolgreich dieses Thema vorangesetzt. Und mit dem Programm der Landesregierung 11+1 für Hessen werden wir auch mit dem Highspeed-Internet für alle dieses Thema weiter voranbringen. Und auch im Bereich des Mobilfunks sind wir Vorreiter. Mit dem Zukunftspakt Mobilfunk haben wir vereinbart, mit dem Mobilfunkunternehmen 4.000 zusätzliche Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen zu tätigen bis Ende 2024. Und wir haben bereits Ende des vergangenen Jahres, nach zwei Drittel der Zeit, 3.529 Maßnahmen umgesetzt. Damit werden wir das Ziel auch im Bereich des Mobilfunks deutlich übertreffen. Und die hessische Digitalwirtschaft deckt ein breites Spektrum an Know-how ab. Wir haben Cloud-Anbieter, IT-Dienstleister, Forschungseinrichtungen im Bereich KI und Quantencomputing und auch das wichtige Thema Cybersicherheit. Und eine ganz besondere Rolle auch in Hessen spielen natürlich die Rechenzentren. Denn wir haben in Frankfurt Europas größten Internetknotenpunkt mit einem Datendurchsatz von bis zu über 15 Terabyte in der Sekunde. Und deshalb ist Hessen ein besonderer Rechenzentrumstandort, weshalb auch ein Drittel der Rechenzentren in Deutschland sich in Hessen befinden. Und mit dem Rechenzentrumsbüro bieten wir den Rechenzentrumsbetreiber Unterstützungs-, Beratungs- und Informationsangebote. Und das wollen wir auch in Zukunft weiter stärken. Darüber hinaus wollen wir auch weiter prüfen, wie wir Planungs- und Genehmigungsprozesse gerade im Bereich der Abwärmenutzung und zur kommunalen Wärmeplanung entsprechend verbessern können. Und auch Pilotprojekte in diesem Bereich, wie zum Beispiel die Stromversorgung von Rechenzentren durch Brennstoffzellen, wollen wir vorantreiben. Und gucken wir auf ein weiteres Themenfeld, das Quantencomputing. Und künstliche Intelligenz haben in Hessen ein gutes Ökosystem. Und das wollen wir fortführen und weiterentwickeln. Und ein Teil ist es zum Beispiel das KI-Innovationslabor, was wir geschaffen haben für Wissenschaft, Unternehmen und Start-ups. Das ermöglicht nämlich Zugang zu KI-Supercomputer-Infrastruktur und KI-Expertise, das, was ansonsten die Unternehmen sich mühselig beschaffen müssten mit großem Aufwand. Und da haben wir eine gute Infrastruktur geschaffen. Und mit dem Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung, CVEDI, haben wir auch eine interdisziplinäre Verknüpfung der Wissenschaft im Bereich der Digitalisierung geschaffen. Und auch bundesweit einmalig ist der AI Quality and Testing Hub, den wir in Hessen haben. Denn gerade die hohe Qualität bei der Schaffung von Systemen der künstlichen
Intelligenz ist elementar wichtig, vor allem für die Nutzerinnen und Nutzer, um eine Akzeptanz dieser Produkte zu haben. Und damit legen wir hier auch Vorbildcharakter in Hessen dar. Und mit dem Hessischen Zentrum für Künstliche Intelligenz, Hessian AI, haben wir im Verbund mit 13 Hochschulen und insgesamt 44 Professuren eine hervorragende KI-Expertise geschaffen. Und neben der Grundlagenforschung soll in diesem Bereich auch der Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft damit unterstützt werden. Das halten wir für elementar wichtig. Und neben den zahlreichen Maßnahmen im Bereich der KI und des Quantencomputings ist es auch wichtig, Quantencomputing voranzutreiben. KI und Big Data brauchen große Rechenzentrumsleistungen und deshalb haben wir auch mit dem Hessischen Zentrum für angewandtes Quantencomputing eine Institution geschaffen, womit wir dieses entsprechend unterstützen. Und auch in Zukunft wollen wir als Land in Rechenzentrumsinfrastruktur investieren, damit wir in Zukunft KI und Quantencomputing noch weiter voranbringen können. Und wie Sie sehen, bilden unsere ergriffenen Maßnahmen gute Rahmenbedingungen für die Digitalwirtschaft. Und wir dürfen und wir werden uns darauf nicht ausruhen. Vielmehr werden wir die geschaffenen Strukturen weiter stärken und auch in Zukunft weiter ausbauen. Und ich habe in meiner Rede eben ja auch erwähnt, eingangs die Anzahl der Unternehmensneugründungen im Rahmenbereich der Digitalwirtschaft. Und wir freuen uns, dass die Hessische Landesregierung die finanzielle Unterstützung und Förderung von Start-ups weiter fortsetzen und auch weiterentwickeln möchte. Und gerade beim Thema der Unternehmensneugründung ist es uns wichtig, dass wir auch weibliche Gründerinnen motivieren und unterstützen, sich selbstständig zu machen und ein Unternehmen zu gründen. Und deshalb werden und wollen wir in Hessen ein eigenes Förderprogramm für Gründerinnen etablieren. Und neben der klassischen Digitalwirtschaft sind natürlich auch nahezu alle anderen Bereiche und Unternehmen bestrebt, den digitalen Wandel zu gestalten und die Vorteile der Digitalisierung für sich zu nutzen. Und diesen Transformationsprozess, den gilt es gerade kleine und mittelständische Unternehmen zu unterstützen, denn das sind große Herausforderungen, die dort vorausstehen. Und deshalb ist es wichtig, die Vernetzung zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu unternehmen. Und diese Aufgabe übernimmt in Hessen das House of Digital Transformation als einen koordinierenden Querschnittsbereich, den wir geschaffen haben. Und unter diesem Dach des HUD haben wir auch die Kompetenzzentren für die Digitalisierung im ländlichen Raum geschaffen mit den Standorten in Kassel und Fulda. Diese wollen wir auch in Zukunft weiterführen und weiterentwickeln, weil wir halten sie für elementar wichtig für die Vernetzung mit den Unternehmen. Und jetzt habe ich viel darüber gesprochen, was wir an organisatorischen Unterstützungsbedarf getan haben. Jetzt möchte ich aber auch mal gucken, was wir getan haben und auch machen werden, um finanziell die Unternehmen in diesen Phasen zu unterstützen. Mit dem Förderprogramm Distral haben wir bereits 38,2 Millionen Euro für innovative Digitalisierungsprojekte in Hessen bewilligt. Und dieses Programm bietet in unterschiedlichen Phasen Unterstützungsmöglichkeiten. Von der Entstehung der Idee, wie zum Beispiel der Förderung einer Machbarkeitsstudie, über die Umsetzung von digitalen Innovationsprojekten bis hin zur Wachstumsförderung. Und zeitgleich, das ist das Gute an diesem Programm, mobilisiert Distral auch erhebliches privates Investitionskapital, da eine Kofinanzierung durch die Wirtschaft vorgesehen ist. Und alle Bemühungen im Bereich der Distralförderung, so wie dem Vernetzungsangebot, sorgen dafür, in Hessen Arbeitsplätze zu sichern und, wie wir auch anfangs schon gehört haben, an dem Umfang der Beschäftigung auch Arbeitsplätze neue hier in Hessen zu schaffen. Und deshalb gilt, wie eingangs schon festgestellt, Hessen ist eine Boomregion der Digitalwirtschaft. Und dieses liegt daran, dass wir in Hessen schon frühzeitig die Bedeutung und das Zukunftspotenzial der Digitalwirtschaft erkannt haben. Bereits mit der Schaffung des Digitalministeriums in der Staatskanzlei Anfang 2019 waren wir als Hessen Vorreiter. Und jetzt mit der neuen Landesregierung und der Schaffung eines eigenständigen Ministeriums für Digitalisierung und Innovation gehen wir den nächsten weiteren Schritt und unterstreichen damit deutlich die Bedeutung dieses wichtigen Zukunftsthemas. Die technische Welt wird immer schneller, neue Technologien entwickeln sich in rasanter Geschwindigkeit
und verändern damit nachhaltig das Leben aller Menschen. Ja, auch von uns Parlamentariern, die einen googeln noch, andere nutzen ChatGPT. An dieser Stelle ist es unsere Aufgabe, auf die schnelle Entwicklung zu reagieren und richtige politische Rahmenbedingungen zu setzen. Und diese Aufgabe werden wir als landesregierungstragende Fraktion auch aufgrund unserer strategischen Weitsicht mit der Digitalstrategie, die das Digitalministerium erarbeitet hat, auch gerecht. Und der Name unserer Digitalstrategie in Hessen ist auch ein guter Schlusssatz für meine Rede: Digitales Hessen, wo Zukunft zu Hause ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort der Abgeordnete Leveringhaus von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich ja, dass ich so früh in der Legislaturperiode über das Herzensthema oder mein Herzensthema Digitalisierung sprechen kann. Ich bin aber auf der anderen Seite auch ein bisschen verwundert über diesen Entschließungsantrag, über den ich reden darf. Vielen Dank. Ja, dann sind wir schon mal. Es hat sich ja doch einiges verändert in Hessen in den letzten Monaten. Unter anderem zeigt sich das daraus, dass ich jetzt aus der Opposition heraus zu Ihnen spreche. Ich spreche aber heute auch zu einem Entschließungsantrag, der von vorne bis hinten, von Anfang bis Ende, die Erfolge von Schwarz-Grün auflistet. Und der zu großen Teilen aus Erfolgen aus dem Bereich von grünen Ex-MinisterInnen besteht. Was auch ehrlich gesagt kaum verwundert, denn auch wenn es jetzt ein eigenständiges Ministerium gibt und auch wenn das Ministerium jetzt einen neuen Zuschnitt bekommen hat und einen neuen Namen, so schnell kann man ja noch nichts erreicht haben, und das ist nicht mal als Vorwurf gemeint. Aber natürlich sagen wir Grüne da Danke, sagen vielen Dank, und ich gehe gern einzeln auf die Punkte ein. Los geht es dann schon im ersten Absatz mit dem starken Standort und einer Unterstützung der Geschäftsideen. Angela Dorn, anwesend, und Tarek Al-Wazir, gerade im Büro arbeitend, werden da zustimmen. Haben Sie doch gewaltigen Anteil an den Erfolgen, die Sie hier heute alle auflisten. Aber dann muss ich in diesen Absatz auch lesen, und ich zitiere: Politik ist Impulsgeber und Beschleuniger der Transformationsprozesse. Liebe Frau Prof. Dr. Sinemus, ich weiß, dass Sie sind der Kommunikation mehr als zugetan, aber das ist doch schon sehr dick aufgetragen. Und damit werden nur wieder die im Raum stehenden Vorwürfe bestätigt. Und man müsste fast überlegen, ob es nicht statt Ministerium für Digitales und Innovation Ministerium für Eigenmarketing und PR heißen müsste. Auch im zweiten Absatz geht es so weiter. Auch hier und fast noch stärker als im ersten Absatz ist es eine reine Status-Quo-Beschreibung des Wirtschaftsstandortes. Und ja, da gebe ich Herrn Pohlmann recht, die Zahlen zu den Beschäftigten und den Umsätzen in der Digitalbranche hier in Hessen sind wirklich beeindruckend. Sie fallen dabei meistens gar nicht so auf, weil sie sich nicht auf ein Unternehmen konzentrieren, sondern weil es viele, oft kleine Unternehmen sind, die die Angestellten haben und die die Einnahmen generieren. Was aber leider komplett fehlt in dieser Auflistung, das ist die Gamesbranche. Und da haben wir in Hessen doch einiges zu bieten. Ich möchte was sagen, da haben wir in Hessen noch einiges zu bieten. Und ich hätte mir im Antrag und vor allem hätte ich es mir im Koalitionsvertrag gewünscht, und mit dir, Bijan Kaffenberger, im Verhandlungsteam auch fast erwartet, dass wir in Hessen aus den vielen Gesprächen in den letzten Jahren gelernt haben und unsere vollkommen unzureichende Gamesförderung endlich mindestens auf das Niveau der anderen Bundesländer angepasst hätten. Hier komme ich jetzt dazu, zum Thema steht drinne. Die Ausführungen im Koalitionsvertrag wollen nur allenfalls bestehende Förderungen fortsetzen. Schön und gut, aber für eine neue Koalition ist das einfach zu unkonkret und zu ambitionslos. Und wenn ich da in meinen Wahlkreis gucke, oder in meinen Landkreis besser gesagt, an den Campus Dieburg, die StudentInnen in dem Bereich, die können, die dürfen, ja, ich will fast sagen, die müssen sich weiter in die RB75 setzen, dann fahren sie dann 4 Bahnstationen nach Osten, kommen in Bayern an und haben da eine tolle Gamesförderung. Ich glaube, das kann in Hessen nicht unser Anspruch sein. Und was man in diesen Bereichen in Form von Arbeitsplätzen und damit letztlich auch Steuereinnahmen zurückbekommt, sieht man dann eben in Bayern. Das sieht man in Nordrhein-Westfalen, aber das sieht man vor allem, und das sollte, glaube ich, unser Beispiel sein, in Kanada, in den Regionen Quebec oder Montreal.
Kommen wir zum nächsten Absatz. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Auch der dritte Absatz dürfte Tarek Al-Wazir beim Lesen große Freude bereiten. Denn wie so häufig im Koalitionsvertrag, und wir haben es ja auch heute schon öfters gehört, liest man auch hier immer wieder, man befürwortet die Fortsetzung oder Maßnahmen sollen fortgeführt werden. Da wurde eben wohl doch vieles richtig gemacht in den letzten Jahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Entschließungsantrag von Schwarz-Rot, so wie er hier vorliegt, feiert also vor allem die Projekte der schwarz-grünen Regierungszeit. Inhaltlich ist dieser Antrag eine beeindruckende Leistungsbilanz von grüner Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik. Zwei Punkte will ich aber speziell im dritten Absatz dann doch noch ergänzen, und die müsste man auch mindestens ergänzen. So hat das Land Hessen in der letzten Legislaturperiode zusammen mit dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland das Förderprogramm Sozialinnovator Hessen ins Leben gerufen, um das Land im Hinblick auf soziales Unternehmertum zu stärken. Diese landesweit erste Förderung von sozialen Gründerinnen läuft bis Ende 2024 und hat nichts von ihrer Wichtigkeit verloren. Ich hoffe, das sehen Sie genauso und führen es fort. Und wenn Sie schreiben, dass es ein Förderprogramm für gründungsinteressierte und gründungsaffine Frauen geben soll, dann finden wir das natürlich gut, unterstützen Sie gerne dabei. Aber mit Women Go Digital haben wir schon eine Initiative geschaffen zur Förderung von Mädchen und Frauen in der IT-Branche. Und diese setzt nicht erst in der Hochschule an, die setzt nicht erst bei der Gründung an, denn schon viel früher zeigt sich doch im MINT-Bereich der Mangel an Mädchen und Frauen. Da gilt es weiter dran zu arbeiten. Im vierten Absatz lesen wir dann sehr gern, dass quasi alle Stakeholder, wie man ja so schön neudeutsch sagt, im Bereich der Rechenzentren enger vernetzt werden und das Rechenzentrumsbüro gestärkt werden sollen. Dieses Rechenzentrumsbüro war ja ein Wunsch von uns Grünen. Ich gucke Richtung Kaya Kingel und Kati Walder, die sich stark dafür eingesetzt haben. Da ist aber auch noch jede Menge Arbeit erforderlich. Und Herr Pohlmann, Ansprechpartner sollten bei diesem Rechenzentrumsbüro explizit nicht nur die Rechenzentrumsbetreiber sein, sondern wirklich alle Stakeholder. Und die Probleme, die wir mit den Rechenzentren haben, die die Kommunen haben, die sind ja hinlänglich bekannt. Ebenso sind aber auch die Lösungen, die es zum Beispiel im Bereich der Abwärmeproblematik gibt, auch nicht neu. Wir wünschen uns daher stark, dass der Dialog mit allen Beteiligten aus allen Bereichen, den es in der letzten Legislatur gab, ernsthaft weitergeführt und intensiviert wird. Und dazu gehören für uns auch Initiativen wie der Arbeitskreis Nachhaltige Rechenzentren, in dem in den letzten Jahren eine hohe Expertise aufgebaut worden ist. Und meine Damen und Herren, die Zeit drängt, denn wie schon angesprochen, ist viel Zeit vergangen, ohne dass hier konkrete Maßnahmen umgesetzt wurden. So müssen zum Beispiel Kommunen, das wissen Sie, glaube ich, ganz viele sind ja kommunalpolitisch aktiv, so müssen Kommunen mit über 20.000 EinwohnerInnen noch in dieser Legislatur eine kommunale Wärmeplanung vorlegen. Und gerade in der Rhein-Main-Region und perspektivisch auch darüber hinaus können Rechenzentren dabei eine große Rolle spielen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe schwarz-rote Koalition, die Messlatte, ich glaube, das konnte ich deutlich machen, liegt also einigermaßen hoch. Und jetzt als vollwertiges Ministerium erfüllen Sie aber immer noch eine Querschnittsaufgabe. Denn Digitalisierung ist eine Aufgabe, die in alle Bereiche unserer Gesellschaft hineinwirkt. Aber nun sollte es ja noch mehr Kraft und Mittel geben, diese Aufgabe auch effektiv wahrzunehmen. Und dann können wir ja beim nächsten Antrag vielleicht auch über Aktivitäten von Schwarz-Rot reden und nicht nur eine schwarz-grüne Leistungsbilanz in Form eines Entschließungsantrages behandeln. Und vielleicht, und damit möchte ich so langsam zum Ende kommen, gehört dann auch wieder der Ausbau von Glasfaser und dem Mobilfunk zur Stärkung und Zukunftssicherung der hessischen Digitalwirtschaft. Immerhin ist das ja originäre Aufgabe eines Digitalministeriums und nicht ganz viele Wirtschaftsthemen, die man im Antrag lesen kann. Im Antrag dazu, und das hatte ich ja gerade schon als Zwischenruf gemacht, findet sich dazu leider kein Wort, ist wohl irgendwo in der Abstimmung verloren gegangen oder beziehungsweise wurde schlicht einfach vergessen. Was umso mehr verwundert, da es Glasfaser für alle ja ins 11+1-Programm geschafft hat, der Landesregierung. Ein Sofortprogramm, so konnte man lesen, das unmittelbar startet und realisiert wird. Wenn das Ziel des flächendeckenden FTTH-Ausbaus, das übrigens seit der ersten Gigabit-Strategie aus dem Juni 2018 unverändert ist, bis zum Jahr 2030 Ihnen so wichtig ist, hätte ich eigentlich erwartet, dass Sie das auch im Antrag so ausdrücken. Der Mobilfunk dagegen, ja, der ist jetzt sogar noch ärmer dran. Der hat es weder in den Antrag noch in das 11+1-Programm geschafft. Man kann sich vielleicht hier mal die Frage stellen, ob Sie an der Stelle schon aufgegeben haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber meine Damen und Herren, ich komme zum Ende meiner mündlichen Begleitung dieser schwarz-grünen Leistungsbilanz und konnte der Regierung hoffentlich noch ein, zwei Punkte mitgeben, an denen man noch intensiver arbeiten kann. Dafür wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Als nächstes hat der Abgeordnete Fuchs der AfD-Fraktion das Wort. So, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Entschließungsantrag von CDU und SPD trägt den schön klingenden Titel »Hessische Digitalwirtschaft weiter stärken und zukunftssicher ausbauen«. Ja, wer will dieser Forderung sich schon widersetzen? Natürlich niemand. Ich denke, es herrscht in diesem Hause fraktionsübergreifend der Konsens, dass die Digitalisierung von Wirtschaft und Verwaltung eines der wichtigsten und gleichzeitig herausforderndsten Themen der Politik ist. Und ja, die Digitalwirtschaft muss gestärkt und ausgebaut werden. Aber, jetzt kommt's, ob dieser Antrag dazu einen relevanten Beitrag leistet, da darf man doch bei allem Wohlwollen einen gewissen Zweifel hegen. In Punkt 1 des Antrags wird betont, dass Hessen ein starker und dynamischer Digitalstandort mit guten und verlässlichen Rahmenbedingungen sei und dass die Landesregierung Impulsgeber und Beschleuniger der damit zusammenhängenden Transformationsprozesse sei. Die Koalitionsfraktionen loben also die von ihnen getragene Landesregierung. Das sei ihnen ja durchaus vergönnt. Der Digitalwirtschaft in Hessen hilft das aber nur sehr bedingt weiter. In Punkt 2 des Antrags wird die Stärke der Digitalwirtschaft in Hessen und ihre Wichtigkeit für den Wirtschaftsstandort Hessen zu Recht hervorgehoben. Und diese simple Feststellung ist natürlich richtig. Es ist auch für die AfD-Fraktion selbstverständlich erfreulich, dass sich die Digitalwirtschaft gerade in Hessen so stark entwickelt hat. Aber damit dies so bleibt, müssen wir als Politik die Rahmenbedingungen entsprechend gestalten. Wirtschaft braucht generell, das gilt somit auch für die Digitalwirtschaft, ein Umfeld, in dem sie sich möglichst frei entfalten kann. Leider atmet der Antrag aber einen Geist der staatlichen Lenkung und Planung. Sie wollen dies fördern und das fördern, ein Fördertöpfchen hier, ein Fördertöpfchen da. Und was gefördert wird, das entscheidet dann der Staat in Form der Förderbürokratie. Nein, meine Damen und Herren, die Unternehmen wissen wohl selbst am besten, was beim Thema Digitalisierung zu tun ist. Eine durch Fördertöpfe gesteuerte Wirtschaft ist da wohl eher kontraproduktiv. Wir stehen dem gegenüber grundsätzlich eben skeptisch gegenüber. Konkrete unternehmerische Projekte mit Fördermitteln zu unterstützen, mag ja im Einzelfall durchaus hilfreich und angebracht sein. Allerdings wage ich zu bezweifeln, dass das aus den gerade genannten Gründen grundsätzlich der Weisheit letzter Schluss ist. Erfahrungsgemäß führt eine solche Förderitis eher zu einem bürokratischen Wasserkopf, mehr Bürokratie und letztendlich zu finanziellen Mitnahmeeffekten. Und ob das wirklich der unternehmerischen Freiheit und vor allem Kreativität dient, da kann man schon den einen oder anderen Zweifel bekommen. Politik sollte sich grundsätzlich über die Rahmenbedingungen Gedanken machen, Stichwort Entbürokratisierung. Da wäre den Unternehmen vermutlich mehr geholfen. Und wurde mal von meinen Vorrednern schon angesprochen, wenn man dann im Antrag Folgendes lesen muss, merkt man, wohin das Ganze gehen soll. Das steht da drin, um gründungsinteressierten und gründungsaffinen Frauen die Möglichkeit zu geben, sich frühzeitig mit den Themen Gründung und berufliche Selbstständigkeit vertraut zu machen, soll ein neues Förder- und Unterstützungsangebot im Digitalbereich in Hessen geschaffen werden. Eine solche Forderung atmet einerseits den Geist des staatlichen Paternalismus und andererseits zeigt wieder mal ein Hauptproblem einer solchen staatlichen Förderitis. Da werden dann gesellschaftspolitische Steuerungsfantasien mit wirtschaftspolitischen Fragen unzulässig verknüpft. Das Thema heißt Digitalisierung, nicht Gleichstellungspolitik. Die Mittel für die Förderung der Forschung stehen dann natürlich auf einem anderen Blatt. Hier ist zweifelsvoll ohne richtig, sicher ist staatlicherseits tätig zu werden. Gegen die in Punkt 5 genannte weitere Förderung der Technologiefelder Quantencomputing und KI und den Ausbau an der Schnittstelle zu Forschung und Anwendung spricht tatsächlich grundsätzlich nichts. Die Frage wird halt sein, wie das konkret ausgestaltet wird. Und noch ein Wort zum Thema der Bedeutung der Rechenzentrumsbranche. Sie weisen in Ihrem Antrag zu Recht auf die Bedeutung dieser Branche hin. Leider haben Sie dabei ein elementares Thema vergessen, nämlich die Sicherung der Infrastruktur der Energieversorgung. Die Kapazitäten der Netzbetreiber im Energiesektor sind nahezu ausgereizt.
Wer über Digitalwirtschaft und Rechenzentrenbranche spricht, der muss auch über den dringend benötigten Ausbau der Netzkapazitäten, das heißt der Energieinfrastruktur, sprechen. Hier gibt es eine Megabaustelle, um die sich das Land tatsächlich kümmern sollte. Und wahrlich, Baustellen, um die sich das Land kümmern sollte, gibt es mehr als genug. Wir sollten da erst einmal unsere eigenen Hausaufgaben als Landespolitik machen. Und ich spreche hier von der Digitalisierung der Verwaltung und von der Umsetzung des OZG. Auch wenn Hessen da sicherlich besser dasteht als die meisten anderen Bundesländer, ist in dem Bereich noch sehr viel Luft nach oben. Bei dem gegenwärtigen Tempo wird das wahrscheinlich sogar noch 10 Jahre dauern, bis wir so weit sind. Das kann es ja dann wohl nicht sein. Ich erlaube mir hier, den Kollegen Kaffenberger aus dem letzten Jahr zu zitieren. Der hat im September letzten Jahres hier an dieser Stelle zu Recht angemerkt, ich erlaube mir, Sie zu zitieren, wir brauchen im kommenden Jahr endlich eine Landesregierung, die bei der digitalen Dauerbaustelle Verwaltung weiterkommt und vor allem eine Landesregierung, die endlich die IT-Sicherheit der Kommunen ernst nimmt. Ja, wer bin ich, um Herrn Kaffenberger zu widersprechen? Hier gilt jetzt der alte Spruch, hic Rhodos, hic Salta. Es bleibt tatsächlich spannend, was die Landesregierung diesbezüglich unternehmen wird und wie sie jetzt endlich Fahrt aufnehmen will, um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Ich wünsche dieser Landesregierung und dabei natürlich besonders der Frau Staatsministerin Dr. Sinemus in aller Interesse eine glückliche Hand bei der Umsetzung all dieser Themen. Wir werden die Regierung hierbei kritisch begleiten. Wir werden sie kritisieren, wenn sie zu kritisieren ist, und wir werden sie loben, wenn sie zu loben ist. Ansonsten gelten die Worte von George Westerman: Wenn man Digitalisierung richtig betreibt, wird aus einer Raupe ein Schmetterling. Wenn man es nicht richtig macht, hat man bestenfalls eine schnellere Raupe. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, und so hoffen wir auf einen wunderschönen Schmetterling und harren der Dinge, die dann noch kommen mögen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war die erste Rede des Abgeordneten Fuchs, und dazu darf ich ihm im Namen der Abgeordneten herzlich gratulieren. Und nun hat als Nächstes das Wort Herr Oliver Stierberg von den Freien Demokraten. Das Versagen des Digitalministeriums kann niemand mehr schönreden. Letzter Platz ist exemplarisch für die Arbeit der Landesregierung. Es klatschen die Falschen, denn das ist nicht die Aussage der Freien Demokraten, sondern das ist die Aussage des digitalpolitischen Sprechers der Sozialdemokraten, Bijan Kaffenberger. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Angesichts dieser treffenden Zustandsbeschreibung zum Zustand der Digitalisierung in Hessen hätten wir uns gerade von den Sozialdemokraten eher einen Antrag erwartet mit digitalpolitischer Ambition. Was uns aber heute vorgelegt wird, ist das Spiegelbild des Koalitionsvertrages, nämlich der Gipfel der Ambitionslosigkeit, ein Antrag, der ein Muster ohne Wert ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Hessen ist ein großartiges Land mit großartigen Menschen und großartigen Unternehmen. Aber dass Sie anstatt auch selbst einen Beitrag zu leisten für die Zukunftsfähigkeit des Standortes, setzt diese Koalition das fort, wo schon die letzte am besten war, im Selbstlob für Erfolge, die andere geschaffen haben. Herr Kollege Pohlmann, die Stärke der Digitalwirtschaft in Hessen, die liegt doch nicht an Ihren Rahmenbedingungen, sondern die Stärke der Digitalwirtschaft in Hessen liegt an den erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern in diesem Lande. Wo diese Regierung Einfluss hat auf Digitalisierung und Innovation, ist Hessen, und da nehme ich wieder das Wort von Bijan Kaffenberger, Lichtjahre vom Ziel entfernt. Und das steht schon in einem Widerspruch zu Ihrem Antrag, den Sie hier heute
gestellt haben. Wie sieht denn etwa der Zustand der hessischen Verwaltung im 21. Jahrhundert aus? Sie geht in Papierbergen unter. Drucker sind immer noch das wichtigste Digitalisierungswerkzeug dieser Landesregierung. Und das muss sich ändern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Deutschland-Index der Digitalisierung von Fraunhofer zeigt beispielsweise, dass Hessen bei den untersuchten Verwaltungsleistungen unterhalb des Bundesdurchschnittes liegt. Wenn wir uns einmal den Smart City Index anschauen, des Bitkom, unter den Top 10 der deutschen Großstädte ist keine hessische Stadt mehr. Darmstadt ist auf Platz 16 zurückgefallen. In puncto digitale Verwaltung ist Offenbach, haben wir eine gute Ampelkoalition übrigens, mit Platz 33 noch am besten positioniert. Und wie sieht es aus bei der digitalen Bildung? Als Anfang Februar aufgrund eines Eisregens landesweit der Unterricht ausfiel, standen die meisten Schüler und Eltern wieder vor der gleichen Situation wie damals beim Lockdown. Kein Anschluss unter dieser Nummer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und so ist auch das Feedback vom Verband Bildung und Erziehung. Schlechtes WLAN, mangelnde Technik, fehlende Lernkonzepte, das sind die Realitäten im Hessenland, die Sie mit diesem Antrag schönzureden versuchen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese Landesregierung ist kein Impulsgeber. Diese Landesregierung hat sich bisher als Bremsklotz gezeigt, und das ist zunehmend auch ein Problem für die hessische Wirtschaft, vor allem für die Gründerinnen und Gründer und für die Start-ups. Denn wie sieht es denn aus mit der digitalen Wirtschaft? Im Regionalbericht Hessen zum Start-up-Monitor 2023 aus dem November steht, der Standort Hessen verliert für Start-ups an Attraktivität, starke Netzwerke fehlen. Und weiter, im Vergleich zum Vorjahr ist die Zufriedenheit in Hessen damit um 20 Prozentpunkte eingebrochen. Auch im bundesweiten Vergleich ist Hessen weit abgeschlagen. Während Sie, Herr Pohlmann, das Ökosystem heute gelobt haben, bemängeln die Gründerinnen und Gründer besonders fehlende Netzwerke, aber auch den Zugang zu Kapital, den fehlenden und staatlicher finanzieller Unterstützung. Ein wichtiges Beispiel wurde eben schon genannt, ist die Games-Branche. Der deutsche Markt setzt 10 Milliarden Euro mit Gaming um. Von der Wertschöpfung fließen aber nur ein winziger Bruchteil nach Hessen. Während Berlin, Bayern und NRW zwischen 3,5 und 5,3 Millionen Euro bereitstellen, sind es in Hessen sage und schreibe 260.000 Euro. In der Folge verliert Hessen als Standort an Boden. Das gilt vor allem für die Programmierung von Spielen. Junge Entwickler verlassen Hessen, um woanders zu arbeiten und zu gründen. Das muss sich endlich ändern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was brauchen wir also in Hessen? Eine Talentinitiative für junge Gründer und Tech-Experts, die auch junge Leute aus Asien und Amerika nach Hessen locken können. Die Vereinigten Staaten sind erfolgreich, weil junge Leute aus der ganzen Welt dorthin gehen. Wir bilden häufig junge ausländische Top-Talente an hessischen Hochschulen aus und lassen sie dann wieder gehen. Wir brauchen Entrepreneurship-Lehrstühle an allen Universitäten. Wir brauchen mehr öffentliches Wagniskapital, einen leichteren Zugang, das Auffüllen potenzieller Early-Stage-Investment-Lücken durch staatliche Quellen. Und wir brauchen das von uns schon lange geforderte German Tech Festival als Leuchtturmfestival nach dem Vorbild des Singapur Fintech Festivals. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Antrag von CDU und SPD ist eine Sammlung von Buzzwords, aber kein Zukunftsentwurf. Und immer deutlicher wird, warum die Digitalministerin das Wort digitale Strategie nicht mehr in ihrer Amtsbezeichnung hat. Denn Hessen hat keine relevante digitale Strategie, und das müssen wir ändern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es fehlt an strategischen Eckpunkten, es fehlt an der Definition wichtiger Meilensteine, es fehlt an klaren Prioritäten. Schwarz-Rot wurstelt da weiter, wo Schwarz-Grün aufgehört hat.